Rezession im Nordosten, wer arbeitet, droht nachts zu sterben und die Hitzeballons nehmen zu, nur der Regenschirm aus schwarzer Seide hält stand. Erzählung des Mannes, der immer an der Stirnseite des Tisches zu sitzen pflegte. Susa, Geschichtsprofessor, hört zu und erinnert sich an den ersten Kreuzzug gegen Jerusalem, als die Stadt 1099 zerstört wurde. Beschrieben von Dagiles in seiner Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem. Von den Sarazenen wurden einige geköpft, was noch das mildere Schicksal für sie bedeutete. Andere von Pfeilen durchbohrt mussten von den Turmspitzen springen. Wieder andere wurden nach langem Leiden den Flammen übergeben und von ihnen verzehrt. Auf den Straßen und Plätzen der Stadt sah man Teile von Köpfen, Händen und Füßen. Infanterie und Kavallerie bahnten sich ihren Weg durch Leichen hindurch, aber all das war gar nichts. Gehen wir zum Tempel Salomons, wo die Sarazenen ihre Kultfeiern abzuhalten pflegten. Was geschah an diesem Ort? Wenn wir die Wahrheit berichten, werden wir die Grenzen des Unglaublichen überschreiten. Der Mann, der immer an der Stirnseite des Tisches sitzt, begann seine Erzählung. Ich habe in einer Weberei gearbeitet, bis sie geschlossen wurde. Als im Nordosten alles zu Ende war, bin ich fort. Ungefähr am Ende der großen Epoche der Ä'is. Die Ä'is, wie das Volk dort oben sie nannte, waren die entschieden Inkompetenten. Du wirst dich noch erinnern, sie haben das Land 6 Jahre lang beherrscht. Die Stadtstreiche lösten sich mit schöner Regelmäßigkeit ab. Alle 730 Tage ersetzte ein neuer Ä'i den vorigen, bewies eine noch größere Inkompetenz als sein Vorgänger. Nur wenn es darum ging, die eigenen Taschen zu füllen, waren die Ä'is nicht inkompetent. Hätten sie es so gewollt, hätten sie auch regieren können. Das System wurde jedoch derart manipuliert, dass alle Posten unter ihnen verteilt wurden und für jeden anderen Bürger unerreichbar blieben. Also, ich trage heute nach Athen. Ein Professor der Geschichte weiß das besser als ich. Ich bin schließlich nur ein aufgeklärter Arbeiter. Wenigstens halte ich mich für ein Produkt jener großartigen, klar denkenden Menschen, die in der Periode der chronischen Lügner vernichtet wurden. Mein Vater ist damals spurlos verschwunden. Die aufgeklärten Arbeiter haben wirklich versucht, sich zu rühren, sich zu organisieren, den Kollegen die Augen zu öffnen. Die chronischen Lügner haben die Anführer kastriert, den Rebellen den Mund gestopft, die Schwankenden weich geknetet, die Schwachen gekauft und alle Welt betrogen. Ist das etwa neu? Keineswegs. Ich kann wohl behaupten, dass ich ein aufgeklärter Arbeiter bin, denn ich habe nicht als einfacher Arbeiter angefangen. Ich habe studiert, bekam ein Diplom in Soziologie und dann fiel ich ins Leere und dann die Arbeitssuche. Und wie ich gesucht habe. Hier was, da was. Schließlich landete ich im Personalbüro einer mittelgroßen Weberei am oberen San Francisco. Nach Jahren der Verwüstung an seinen Ufern lag der Fluss im Todeskampf. Nachdem alle Vegetation ausgerottet worden war, folgten Erosionen. Die Oberfläche trocknete mehr und mehr aus, die Nebenflüsse, Stauseen und Kanäle lieferten kaum mehr Wasser. Als der San Francisco nur noch als Rinnsal im heißen Sand dahinsiechte, drehten die Leute durch. Recht hatten sie. Ausgetrocknete Brunnen, leere Stauseen, tote Rinder auf der Steppe, die Sonne immer heißer, sterbende Kinder, die keine Widerstandskraft mehr hatten. Die große Epoche der Ä'is fiel mit dem Ende der Kinder im Nordosten zusammen. Sie wurden ausgerottet, bevor das System wegen der Unfälle in den Kernkraftwerken den allgemeinen Sterilisationsprozesses
des Volkes einleiten konnte. An manchen Tagen war die Fabrik ein fürchterlicher Ofen, Menschen wurden ohnmächtig, erstickten, zerflossen vor Schweiß, dürften aus. Ich fragte mich, wohin das führen sollte. Es gab keine Möglichkeit, irgendetwas aufzuhalten. Es war wie eine Lawine, die vor vielen Jahren durch einen Schneeball ausgelöst worden war. Das Klima ändern? Wie denn? Die Sonne nach oben schieben? Ja, am liebsten, um sich von der Hitze zu befreien, die die Haut aufriss, sich in den Kopf einbrennte, die Füße röstete. Die Erde bestand nur noch aus Sand oder Steinen. Verzweiflung schüttelte mich, denn nicht einmal einen Grashalm konnte ich finden. Vielleicht sollten wir die Berge wieder an ihre Stelle setzen, Wald anpflanzen, Wasser aus den Tiefen der Erde herausholen und es zu einem Fluss anschwellen lassen. Wohl ein Scherz, was? Ja, sicher, zur Regierung gehen und denunzieren. Aber was denunzieren? Es war alles denunziert. Und waren es nicht die Denunziationen, die zu den bedauernswerten Zeiten der ungeheuren Entwendungen führte, als das System log und trog, ausführte, auflöste und leugnete? Seit Jahren hatten die Regierenden sich zurückgezogen, waren unerreichbar und unansprechbar, vor jedem Kontakt mit der Bevölkerung geschützt. Hat es den Sinn, mit den Menschen zu reden, diesen armen Irren, die sich solche Sorgen um Arbeit und Essen und ihren Alltag machten? Sie fragten, also gut, was sollen wir tun? Aufhören zu arbeiten, uns beim Arbeitgeber beschweren und entlassen werden? Eine Bewegung organisieren, ein Manifest unterschreiben? Sie hatten recht. Wie viele Bewegungen waren schon geplant und boykottiert worden? Und die Tausende von Manifesten, die, wenn überhaupt, im Grab des nationalen Gedächtnisses archiviert sind. Es ging darum, keine Entlassung zu provozieren. Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutete den Tod für die gesamte Familie. In der Fabrik zu sein, das hieß eine Minimalration wasserschändlichen Lohn und die Zusicherung einer Hütte, in der man wohnte. Die Unsicherheit war groß. Wer arbeitslos war, tat alles, um eine Stelle zu ergattern. Alles. Unglaublich, wie viele Tote jeden Morgen auf den Grundstücken in den Vororten der Städte auftauchten. Man richtete Patrouillen ein, die die Leichen jeden Morgen wegräumen sollten. Sie streiften durch die Umgebung und holten die Menschen, die mit Stöcken, Steinen, Messern, Schüssen, Hieben und Fußtritten ermordet worden waren. Es gab Gräben um die Fabriken herum, um jeden Ort, an dem Menschen arbeiteten, Festungsgräben wie im Mittelalter und die Burgen. Arbeitnehmer wurden bis zu ihren Häusern eskortiert und sogar Patrouillen wurden angefallen, denn der Wach- und Sicherheitsdienst war auch ein Beruf. Ich lief durch die Steppe früh morgens. Mir war übel, ich wollte mich übergehen, in meinem Kopf es hämmerte. Ich erinnere mich an einen alten Film, den mir einmal sehr berühmt war und den das Fernsehen noch manchmal zeigt. Du hast ihn bestimmt gesehen. Er heißt »Vom Winde verweht« und da gibt es eine Szene, wo die Kamera auf einen Bahnhof schwenkt und den mit Toten übersäten Boden zeigt. Eine fantastische Szene, klassisch in der Filmgeschichte. Noch nie hatte man so viele Tote auf einmal gesehen. Das gibt es nur im Film, hieß es. Aber heute, ich weiß nicht. Ich hörte das, dachte Susa, mit dem gleichen Entsetzen, das mich befiel, als ich damals die Geschichte vom ersten Kreuzzug nach Jerusalem las. Jedes Wort von Dagedes, dem Geschichtsschreiber, hat sich in mir eingeprägt.
Plötzlich war alles wieder da. Nicht etwa im Jahre 1099, sondern zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Im Tempel und am Tor Salomons reiten sie bis hinauf zu des Reiters Knie und des Pferdes Zügeln in Blut. Nach Feiertagen nahm die Gewalttätigkeit zu. Ich weiß nicht, ob wegen der Trinkerei oder aus Unachtsamkeit. Niemand ertrug es, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben und nicht auszugehen wie ein Gefangener, zwischen vier Wänden zu wohnen, in Panzerwagen zur Arbeit zu fahren, 12 Stunden in der Fabrik eingeschlossen zu sein, stets voller Furcht wegen der täglichen Metzelei, jeden Augenblick sterben zu können und immer darauf gefasst zu sein. Wir gewöhnten uns allmählich daran, so sehr, dass wir einen Pakt mit der Tragödie schlossen, sie als alltäglich hinnahmen. Diese Anpassungsfähigkeit, diese Anpassung an den Horror erschreckte mich. Ich glaube, in uns gibt es etwas Perverses, das uns dazu führt, dieses Entsetzen als normal anzusehen, es sogar manchmal herbeizuwünschen, solange es uns nicht berührt. Ein Prozentsatz Perversion, der vom System genährt wurde. Das System, ein so abstraktes Ding, das sich in der Maske des Fortschritts, inmitten dieser Anarchie, in dem alles Ordnung etablierten Chaos, halten kann. Unterbrich mich nicht, lass mich ausreden und loswerden, aufs Kotzen, was ich geschluckt und akzeptiert habe. Ich kam mir vor wie die Juden, die schön in Reih und Glied in die Öfen von Auschwitz und Dachau gewandert sind, wissend und ohnmächtig, hoffnungsvoll bis zur Stunde der Vergasung in der Erwartung, das Feuer könne ausgehen, das Gas eine tödliche Wirkung verlieren, die Alliierten kämen, um sie zu retten. Da frage ich mich, können wir isoliert, individualisiert für die Rettung kämpfen oder müssen wir mit Hilfe und Schutz von außen rechnen? Sie haben alles getan, uns zu einer einzigen Masse zu machen. Und gleichzeitig haben sie jeden Einzelnen zu einem rücksichtslosen Individualisten gemacht, der dem Nächsten gegenüber verschlossen ist, weder unterstützt wird noch bereit ist, anders zu unterstützen. Voller Angst vor sich selbst. Du glaubst, ich bin verrückt. Ich merke das an der Art, wie du mich ansiehst. Kann sein, dass ich es bin. Ist mir auch lieber. Ich wünschte mir, all dies wäre eine Lüge oder Wahnvorstellung. Die nächtlichen Reisen über die Landstraße hat mein Gehirn geschmolzen. Die Gehirnmasse habe ich in Fetzen auf dem Weg zurückgelassen. Alles, was ich da drin habe, ist eine leichte kleine Wolke, ein Schatten dessen, was einmal ein denkender Kopf gewesen ist, der mich zum Handeln bewegt hat. Ich glaube, ich suche Entschuldigungen, um keine allzu große Last zu tragen, habe diesen verwüsteten Nordosten betrachtet. Es war ein mittelalterliches Schlachtfeld. Jeden Tag ging die Sonne über dem getrockneten Blut der im Dunkeln Gestorbenen auf. Ich war entsetzt, weil es Menschen mit einem Arbeitsplatz waren. Und jeder Tod bedeutete eine freie Stelle, um die an den Fabriktoren heftig gestritten wurde, in einem stummen, unverhohlenen Kampf, der von den Unternehmen gebilligt und angestachelt vom System, aber ignoriert wurde. In meinem Kopf halten die Worte von Jesaja wieder. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren hart sein und blende ihre Augen, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach,
bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und Häuser, ohne Leute, und das Feld ganz wüst liege. Denn der Herr wird die Leute fern wegtun, dass das Land sehr verlassen wird. Es war vorausgesehen. O mein Volk, die dich führen, täuschen dich und zerstören den Weg, auf dem du wandeln sollst. Dort stand alles, vor 2000 Jahren geschrieben und wiederholt schließlich in die Tat umgesetzt. Nimm die Stellen heraus, wo vom Herrn gesprochen wird, und du hast richtige Science-Fiction. Komisch, dass wir von dort geflohen hierher gekommen sind und das Gleiche vorfinden. Angestellte gegen Arbeitslose in heftigstem Kampf seit dem Krieg von Paraguay. Und über allem die Sonne. Der Eindruck, dass sie Millimeter für Millimeter herabsteigt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich verstehe nichts von Wissenschaft. Möglich oder nicht, wenn wir nach oben sahen, platzte uns der Kopf und die Augen tränten. Unmöglich, das Haus zu verlassen. Die Menschen gingen dazu über, Hütte zu tragen, es half nichts. Es kam die Zeit der Regenschirme. Irgendjemand entdeckte, dass die Sonne nicht durch die Regenschirme aus schwarzer Seide drang, nur die aus Seide. Andere Stoffe nicht, nur die schwarze Seide nicht. Sie hielt stand, sie schützte und warf einen angenehmen Schatten. Frag mich nicht, warum. Frag mich überhaupt nichts. Keiner hat mir geantwortet. Überhaupt beantwortet niemand irgendetwas in diesem Land. Es gab noch etwas anderes Merkwürdiges. Die Hitzeregionen. Es waren richtige Ballons. Es war unmöglich, sich darin aufzuhalten, daran vorbeizugehen oder sie zu durchqueren. Man lief und tauchte in diese unerträgliche Hitze ein. Dann rannte man los und versuchte zu entkommen. Weil der Ballon manchmal klein war, wurde man ihn schnell los. Im Grunde war es amüsant. Dramatisch, aber witzig, weil da plötzlich jemand von einem anfing herumzuhoppen und zu schreien und zurückgerannt kam. Wenn alle zurückkamen, wusste man, dass es ein Ballon war. Als wir später auf dem großen Marsch waren, sahen wir, dass die Ballons überall existierten. Sie waren riesig. In bestimmten Regionen erstreckten sie sich über Kilometer. Bis die unerträgliche Zeit kam. Man konnte sich nicht mehr der Sonne aussetzen. Wenn man auf die Straße trat, hatte man in wenigen Minuten keine Härchen mehr im Gesicht. Die Haut schälte sich in der Hitze, zog sich alles zusammen. Das Licht streifte einen wie Laserstrahlen. Mit der Zeit nahm die Gefahr in den Ballons aus Sonnenglut, wie die Leute sie nannten, entsetzlich zu. Wer hinfiel, konnte sich nicht mehr retten. Die Sonne bohrte sich hindurch und tötete einen. Jedenfalls schien es so zu sein, weil die Menschen einen furchtbaren Schrei ausstießen und den Kopf in beide Hände drückten. Ihre Augen sprangen hervor, sie japsten nach Luft. Innerhalb einer Sekunde fiel der Unglückliche zu Boden und erstarrte, ohne sich zu winden. Wir sahen, wenige Schritte entfernt, wie der Betreffende schrumpfte und vertrocknete, wie die Haut sich wie ein trockenes Blatt löste und wenig später zerfielen die Knochen. Du glaubst das nicht, nicht wahr? Du hast nie davon gehört. Niemand spricht ja davon, die Presse hat noch nie darüber berichtet. Die Wissenschaftler forschten nach und waren ratlos. Sie konnten lediglich feststellen, dass die Ballons wöchentlich zunahmen. Sie zeichneten Landkarten. Die Bevölkerung erhielt grafische Darstellungen. Man leitete den Verkehr um, änderte den Verlauf der Straßen und die Menschen wechselten den Ort. Die Kinder stießen zum Spiel Hunde und Katzen in die Ballons, bis die Tiere als Nahrung gebraucht wurden und eine solche Verschwendung nicht mehr erlaubt wurde.
Die Zivilitäre benutzten die Ballons als Strafe. Sie warfen Gefangene, Feinde und Subversive in die Sonnenglut und warteten. Wenn der Körper ohne Zeugen verschwunden ist, liegt laut Gesetz kein Verbrechen vor. Um Geständnisse zu erpressen, bedrohten sie die Menschen am Rande der Ballons. Sprich, oder ich werfe dich dort hinein. Sie redeten. Natürlich verschwanden die Ballons nachts. Es muss so wie dieses Phänomen in der Wüste sein, tagsüber heiß und nachts kalt. Familien suchten auf Straßen und in Stadtnähe nach der Asche von Verwandten, von denen sie glaubten, sie seien in den Ballons verbrannt. Es war unmöglich, die Überreste zu identifizieren. Die Leute ließen sich durch Hinweise leiten, die sich auf unsichere Angaben stützten. Die Mutter, die das Kind zum Laden geschickt hatte und es vor dem Hitzeballon auf dem Platz gewarnt hatte. Der Vater, der zu einer Versteigerung von Trockenfleisch in die Stadt gegangen war. Die Tochter, die zu einem Geschäft gelaufen war. Die Tante, die eine Großmutter besuchen oder ein Mädchen, das seinen Freund treffen wollte. Eine sinnlose Suche, alle Welt wusste das. Niemand war sicher, ob er die richtige Asche nach Hause trug. Es konnte ein totes Kalb sein, obwohl ein Kalb etwas Seltenes und Kostbares war. In Wahrheit konnte es niemand zu Hause aushalten. Man ging nachts aus und traf sich. Freunde halfen bei der Suche. Niemand ging allein aus Angst vor den Überfällen der unerbittlichen Arbeitnehmerjäger bildete man große Gruppen. Es waren zaghafte Spaziergänge, die Menschen immer auf der Hut. Wenn jemand eine Gruppe erblickte, machte er schnell einen Umweg. Und von oben betrachtet sah alles fast aus wie ein Ballett. Menschen, die kamen und gingen, einander auswichen, zurückliefen, eine andere Gruppe trafen, sich entfernten, sich umkreisten, rückwärts gingen, sich drehten. Verrückt, sag ich dir. Wie sollte man solche Anspannung aushalten? Bis niemand mehr ausging. Weder tagsüber noch nachts. Nicht einmal die Besitzer von Schirmen aus schwarzer Seide. Sie trauten dem Material nicht mehr. Man brauchte auch nicht auszugehen, alles war geschlossen. Der Bäcker buk kein Brot, es gab kein Mehl, nicht einmal künstliches. Bars ohne Vorrat, Apotheken ohne Tabletten. Die Lieferanten kamen nicht und man ahnte, dass sie an irgendeiner Stelle auf der Straße den Hitzeballons anheimgefallen waren. Die Brunnen waren leer. Wer arbeitete, konnte sich aus den Versorgungsräumen der Fabriken etwas holen, obwohl auch diese sich trotz großer Vorräte allmählich leerten. Die Leute machten sich einen Spaß daraus, Essensreste, wenn vorhanden, den Abfall aus den Häusern, Papiere und andere Kinkerlitzchen aus dem Fenster zu werfen. Manchmal entzündete sich der Abfall in der Luft, ehe er zu Boden fiel. Ja, einfach unmöglich, dort noch zu leben. Das Volk beschloss zu fliehen. Ein unerträgliches Leben. Weißt du, was wir taten, wenn wir mal mussten oder Durchfall hatten? Wir warteten die Nacht ab und gingen hinaus. Am nächsten Tag verbrannte die Sonne alles. Die Nächte blieben dunkel. Die Energie war ausgegangen. Es stimmt, einige Solargeneratoren gelangten in den Nordosten. Weißt du, wo sie hinkamen? Dort, wo noch Angehörige herrschender Familien lebten, die mit den Multi interliert waren. Herrje, du musst denken, gab es denn gar nichts Gutes mehr? Doch, da war der Wille dieser Leute zu leben, sich nicht zu ergeben. Deshalb gingen sie schließlich fort. Die Entscheidung zu gehen kam den Leuten wie von selbst. Die Gruppen begannen nachts unter dem Schutz der Arbeitnehmerjäger fortzuziehen. Je mehr Leute gingen, umso besser. Die Jäger trieben sie noch an und hetzten sie auf. Wie bitte, sie hetzten sie auf? Ja,
Sie hetzten sie wirklich auf? Was erstaunt dich daran? Seit mindestens 60 Jahren hat niemand mehr dieses Wort benutzt. Komisch. Hör mal, vielleicht nimmst du mich mal ernst. Zu ernst sogar. Aber ich habe mich eben gewundert. Und dann? Die Arbeitnehmerjäger zwangen die Leute praktisch zur Migration. Die Menschen warteten bis zum Einbruch der Nacht, wenn die Hitze abnahm. Erst kurz vor Tagesanbruch kühlte es wirklich ab und dann fror alle Welt. Es war eine relativ kurze Zeit von etwa 3 bis 4 Stunden. Jeder trug seinen Koffer, sein Paket, seinen Käfig. Es gab Kisten, die von 2 oder 3 Menschen getragen werden mussten. Sie zogen Karren voller Kleidung, Bilder, Statuetten und Krimskrams hinter sich her. Unglaublich, dass die Menschen sich nicht von ihren Sachen lösen können. Sie hängen von ihnen ab, fühlen sich unsicher ohne, sie haben Angst. Der erste Treck war tragisch. Als der Morgen anbrach, stand er mitten auf der Landstraße, einige Kilometer vom Ort entfernt. Die Sonne kam hervor und alle gerieten in einen Hitzeballon. Sie merkten, dass sie sterben würden. Sie sahen sich nach einem Schutz um. Die Straße lief durch die Steppe, die Erde rissig, der Asphalt geschmolzen, zu Klumpen neben der ehemaligen Fahrbahn verklebt. Einige rannten zurück. Einer oder 2 schafften es. Sie hätten Olympiamedaillen für ihre Schnelligkeit verdient. Sie berichteten. Die Flüchtenden sahen hier und da ein Haus, einen verlassenen Unterschlupf. Sie drängten und stießen sich, stolperten übereinander im Streit um den spärlichen Schatten. Schließlich rissen sie ein Lehmhaus ein, als zu viele hineindrängten. Andere liefen und liefen in der Hoffnung, dem Hitzeballon zu entgehen. Wieder andere setzten sich auf den Kopf, was sie nur konnten. Kleidung, einen Ziegel, einen Hut, ein Brett, ein Bild, einen Regenschirm. Der Boden kochte, die Erde verbrannte, die Fußsohlen. Man konnte dem unglaublichsten Tanz beiwohnen. Alle hüpften, berührten dabei kaum den Boden und schnellten empor, als seien sie wie Federn gespannt. Sie sprangen und schrien vor Schmerz. Im Verlauf des Tages wurde der Todestanz in der Hitze immer wilder, wie ein hysterischer Anfall, eine Menschenmenge in Trance. Die Götter waren herabgestiegen. Dann beruhigte sich alles. Die Sonne fraß die Kleidung, die Bilder und die Regenschirme, die nicht aus schwarzer Seide waren. Sie fuhr über die Haare, die Haut, das Fleisch, die Knochen. Um 9 Uhr morgens waren Berge von Asche über die Erde verstreut und vermengten sich mit dem geschmolzenen Asphalt. Wer in den wenigen Unterschlüpfen überlebt hatte, wartete auf die Nacht, um den Marsch wieder aufzunehmen. Sie hatten gesehen, wie die anderen sich aufgelöst hatten. Ohne zu wissen, wohin, schlugen sie die Straße nach Süden ein. Die grafischen Darstellungen über die Hitzeballons halfen nicht weiter. Die Eingezeichneten befanden sich nicht an der angegebenen Stelle. Vielleicht waren sie wirklich beweglich. Dagegen tauchten andere auf. Die Leute wussten, dass sie viele Umwege vor sich hatten, weil sie die Reservate der Multinta umgehen mussten. Territorien, zu denen die Brasilianer keinen Zutritt hatten. Du kennst das Thema gut. Sie hofften, dass sie im Zentrum, im Osten und im Süden Städte existieren, die die Sonne noch nicht erreicht hatte. Gut, aber die Hitzeballons kamen doch auch in die Reservate, nicht wahr? Die Unternehmen sind schließlich nicht so mächtig, dass sie eine Barriere gegen das Klima aufbauen können. Nicht die leiseste Ahnung. Ich bin nie drin gewesen. Die, die dort gewohnt haben und Brasilianer waren, wurden gezwungen, fortzugehen, und man weiß nicht, was da drinnen geschieht. Das ist das Geheimnis.
Na, jemand muss das doch wissen. Na ja, dann zeig mir diesen jemand. Soll ich weiter erzählen? Also gut. Allmählich wurde die Menge durch den Zustrom aus anderen Städten immer größer. Sie trafen sich auf Kreuzungen und auf Feldern. Sie durchquerten Dörfer, deren Bevölkerung sich ihnen anschloss. Die Kranken blieben zurück und winkten aus Fenstern und Türen hinterher. Ich habe viele Familien gesehen, die die Alten auf ihren Wunsch mitten auf die Straße hinaustrugen. Sie wollten den Tagesanbruch abwarten, sie konnten nicht mehr laufen, aber sie wollten nicht allein bleiben und entschieden sich für die offene Straße. Sie setzten die Alten in Gruppen zusammen, die sich dann ruhig miteinander unterhielten. Die Frauen mit dem Rosenkranz in der Hand. Und so warteten sie auf die Sonne. Einige aber nicht, sie schrien und wehrten sich. Sie versuchten, den Zug zu begleiten. Viele gingen mit, bis sie hier in der Stadt ankamen. Alle sagten, wir werden in die Sternstadt gehen, da kann man leben, essen und arbeiten. Ja, ich erinnere mich, dass das Fernsehen vor Monaten, als das noch erlaubt war, über diesen Marsch berichtet hat. Sie hatten die Flüchtenden vom Hubschrauber aus gefilmt. Es war beeindruckend, diese Menschenmenge in Bewegung zu sehen. Wie beim Papstbesuch. Erinnerst du dich an die Fotos aus den 80er Jahren, als der Papst hier war? Wie diese unendlich scheinende Menge sich beruhigte? Mein Gott, wie das Volk damals Führungspersönlichkeiten brauchte. Es war eine Übergangszeit. Die Leute verstanden nicht, dass die Ära der Führer zu Ende war. Dass es einfach keinen mehr geben würde. Sie fühlten sich verwaist und schutzlos. Du lenkst vom Thema ab. Wir laufen an den Solargeneratoren vorbei. Jedes Gebäude hat einen. Er liefert Energie für die Fahrstühle und die Lampen in den Korridoren. Ein Teil dieser Energie geht zusammen mit dem aus dem Abfall gewonnenen Gas in die Wohnungen. Die Fernsehantennen und die Reflektoren der Generatoren sind die Symbole dieser Zivilisation. Der blaue Nebel ist immer noch da. Das wird heute ein fürchterlicher Tag. Warum dehnen Sie die geodätischen, klimatisierten Kuppeln nicht über die ganze Stadt aus? Damit könnte man wenigstens einen Teil der Bevölkerung fit halten. Warum fragst du das gerade mich? Übrigens ist dieser Nebel ständig da. Er hat uns auf unserem ganzen Marsch begleitet. Manchmal niedriger, manchmal höher. Wir haben die Tagestemperatur an der Höhe des Nebels abgelesen. Es ist mir nie gelungen herauszufinden, was er bedeutet. Wissenschaftlich gesehen, meine ich. Welche Erklärung gibt es dafür? Wie bildet er sich? Das werde ich noch herausfinden, keine Sorge. Was wollen wir eigentlich? Auf dem Dach spazieren gehen? Ich bin hier für eine Inspektion. Vielleicht brauchen wir diese Terrasse heute Nacht. Für ein Johannisfest mit Scheiterhaufen und allem drum und dran. Du vergisst wohl, dass du einen Toten in der Wohnung hast. Wir müssen die Leiche irgendwie loswerden, und zwar vorsichtig. Wer hat ihn getötet? Glaub mir doch, es war keiner von uns. Du kannst sicher sein. Ich verheimliche dir nichts, und was für einen Unterschied macht das schon in einer solchen Lage? Ja und? Jetzt, wo ich mir Luft gemacht habe, fühle ich mich besser. Es gibt Dinge, die können wir nicht für uns behalten. Sie vergiften einen. Diese Erinnerungen verursachten mir Sodbrennen. Ich habe es vermieden, daran zu denken. Weißt du was, es war alles im Kopf zusammengedrängt. Ich habe nie darüber gesprochen. Es war notwendig, das einmal loszuwerden, den Schmerz zu teilen. Wie es in einem Lied aus meiner Jugend heißt. Ich war Sänger, kannst du dir das vorstellen? Ein richtiger Sänger? Ein Profi? Samstags habe ich die Rundfunkhörer in unserer Stadt unterhalten. Und die Mädchen waren vielleicht hinter mir her. Ich habe in verschiedenen Wettbewerben von Erstsemestern gesiegt. Hast du mich nie im Fernsehen gesehen? Musiksendungen haben mich nicht so interessiert. Ich habe lieber Fußball und Nachrichten gesehen. Meine Frau, die hat keine Fernsehserie ausgelassen.
Und Diskussionsrunden, die haben mich gereizt. Nein, aber doch keine Diskussionen. Ich habe mich amüsiert. Damals habe ich diese Zeit, die sterile Epoche der sinnlosen Debatten getauft. Sie redeten und redeten und es geschah gar nichts. Das System stimmte ihnen immer zu. Es war ein Riesentheater. Sie brüllten, denunzierten einander und schrien sich an. Und nichts tat sich. Alles blieb unverändert. Es gab einen Autor, den ich in meiner Jugend viel gelesen habe, Cassou, ein Franzose. Und er meinte, alle Debatten seien eine verlorene Sache. In jedem Kampf aber bleibe der Kampf an sich übrig, er sei das Eigentum des Kämpfers. Verstehst du? Nicht richtig. Während du dir darüber Gedanken gemacht hast, ist das Land seitwärts und rückwärts gegangen. Der Kerl mag mich nicht. Er findet immer irgendetwas, mich an die Wand zu drängen, zu zeigen, dass ich nicht recht habe. Und er, der reinste Heilige. Wir steigen die verdreckten Stufen hinunter. Ich fühle den Schweiß, die klebrige Kleidung. Da nun einmal genügend Wassermarken da sind, werde ich unter die Dusche gehen. Ich habe Hunger und fühle einen stechenden Schmerz im Nacken. Denke an den Tag, den ich noch vor mir habe. Nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oh doch, ich muss die Möbel zusammenstellen, sehen, was weg kann. Ich erschrecke über meine Gleichgültigkeit. Es sind meine Möbel. Ein Stück meines Lebens, das heute Abend zu Ende gehen soll. Sinnlos. Es rührt mich nicht. Die Möbel, das Gerümpel wegzutragen, berührt mich nicht. Ich wollte, es würde mich berühren oder bewegen. Ein Glück, besser so. Ich werde nicht einmal mehr etwas heraussuchen, sollen Sie doch mitnehmen, was Sie wollen. Vielleicht behalte ich die Sachen, die mich an Adelaide erinnern. Wo sie wohl ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen könnte, sie zu suchen. Ob ich mir mit Absicht Zeit lasse? Ich fühle mich nicht wohl. Nein, nein, ich bin gar nicht so. Oder will ich der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen, die einfach ist? Ich habe meine Frau nicht gesucht. Ich habe zugelassen, dass sie gegangen ist, habe ihr Zeit gegeben, wiederzukommen. Für sie war es ernst. Sie ist fortgegangen. Sie wird nicht wiederkommen. Sie hat nicht versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Und ich will wissen, wo sie ist. Wollen ist eine Sache, suchen eine andere. Wir sind gleich da. Bei so einer Hitze stehen einem nicht einmal die Heiligen beim Abstieg bei. Wir kommen mit hängender Zunge an. Wie willst du die Leiche loswerden? Wir werden bis zum Einbruch der Nacht warten, bis alles ruhig ist, dann legen wir los. Über das Dach? Wenn wir merken, dass wir sie nicht auf normale Weise entfernen können, müssen wir Hilfe suchen. Dein Neffe weiß Bescheid. Weiß er schon von dem Toten? Viel mehr, als du denkst. Was willst du damit sagen?